Willkommen zurück hier bei Let's Play Shadow of the Tomb Raider. Was war das für eine komische Begrüßung? Wow, plötzlich ist das Tor offen. In der letzten Folge haben wir die Mordwaffe gefunden. Und jetzt müssen wir mal schauen, was die gute Dame dazu sagt. Gesteh jetzt endlich. Ich will nur, dass dieser Tag vorbei ist und die Gerechtigkeit siegt. Okay. Sollen wir dann mit ihm darüber reden? Anscheinend. Pakal, Taruka ist unschuldig. Schumaks Frau Kshoko hat ihn getötet. Ich habe das Messer gefunden. Verhaftet sie! Nein! Kshoko war nicht auf dem Markt. Sie hat gewartet, bis Taruka und Akna weg waren und hat Schumak dann mit dem Messer erstochen. Das stimmt nicht! Schumak ist da hinten gestorben. Kshoko hat seine Leiche verschoben, damit Taruka sie findet. Dann hat sie das Tor zugeschlagen, damit Taruka aufmerksam wird. Sie hat Akna befohlen, das Messer zu verstecken und anschließend Taruka den Mord angehängt. Ruhe, du kommst auch noch dran. Bitte nimm dies als Zeichen unserer Dankbarkeit. Ja, GG. Taruka, du bist frei. Danke, Ao. Es gibt Gerechtigkeit. Manchmal. Gern geschehen, jetzt gib mir bitte mein Geld. Nein, Spaß. Das hat mich nur so ein bisschen an dieses eine Meme erinnert, mit diesem Girl, das sagt, I only accept apologize in cash oder irgendwie sowas. Das war einfach das beste Meme, was ich echt seit langem gesehen habe. Gut, jetzt frage ich mich immer noch so ein bisschen, Moment. Ja, ich muss da halt echt einmal noch rüber. Das heißt, ich werde das jetzt noch einmal schnell machen und gucken, ob ich da den Typen finde. Oh Mann, dieses Meme. Das bleibt mir einfach die ganze Zeit im Kopf. Ich habe damals, glaube ich, sogar einen Screenshot gemacht, weil ich das so lustig fand. Vor allem ihr Gesichtsausdruck war dabei halt einfach so richtig krass ernst. Das war halt so ein Jahrbuch-Meme. Habe ich schon sehr gefeiert, muss ich sagen. Okay, die Höhle soll ich durchsuchen. Dann scheint das ja ziemlich offensichtlich zu sein, dass der hier ist. Da kommt Lara schon mal nicht durch. Okay, hier ist noch ein Rucksack. Oder, nein, das ist kein Rucksack, lol. Ich dachte, das wäre ein Rucksack. Ist es anscheinend nicht. War ich hier eigentlich schon drin? Kolki! Kolki kam, als du die anderen befreit hast. Wir wussten nicht, dass er ein Jaguar-Krieger ist. Er wollte mich bezahlen. Was sollte ich tun? Dich weigern, Poma. Der Kult von Kukulkan hasst Fremde und Verräter. Tod dem, der sich Kukulkan widersetzt. Da! Das ist die Fremde, vor der Kukulkan uns gewahrt hat. Bringt sie um! Bringt sie um! Wieso darf sie nur Pfeil und Bogen benutzen? Ich würde noch irgendwas anderes benutzen. Sie hat doch auch noch andere Waffen. Achso, die hat sie ja eingepackt, bevor sie ins Dorf gegangen ist. Lara fetzt mit ihrem Bogen. Ciao. Ciao. Okay. Hier ist noch irgendwo. Oh, hier sind noch zwei.
Lara, könntest du die eventuell mal markieren? Ups. Tschüss. Ups, da ist ja noch einer. Ach komm. Du willst es so? Du kannst es so haben? Dann kriegst du es. Ja, moin, als ob er uns nur so erwischt. Und wie ihn gar nicht. Ich hätte ihn sonst echt so im Nahkampf down gekriegt. Alter, wie viele kommen hier denn bitte? Oh, da war ja jemand neben uns, glaube ich. Shit. Ich weiß nicht, soll ich einfach nur abhauen? Ich stell mal noch ein paar Pfeile her. Was ist das eigentlich für ein Ding? Okay, ich musste also alle davon killen. So, dann haben wir jetzt auch alle Pfeile voll und dann können wir jetzt noch hier die restlichen Typen ausnehmen und dann auch endlich mit der Story weitermachen. Also die heutige Aufnahme ist echt irgendwie mega crazy. Ist auch meine letzte, bevor ich dann nochmal ein paar Tage weg bin. Deshalb bin ich auch wieder ein kleines bisschen am Vorproduzieren. Übrigens ist das auch der Grund, warum im Moment nur 2 Folgen kommen. Muss ich vielleicht dazu sagen. Okay. Bald geht's dann auch wieder weiter. Dann habe ich bestimmt auch wieder mehrere Projekte. Da ist ja wieder einiges geplant. Und dann schauen wir mal. Vor allem hat Lara eigentlich so das Whistleblower-Outfit an. Und trotzdem erkennen die sie so. So rum ist es richtig. So. Okay. Dann geht's jetzt. Obwohl, wir gucken uns einmal hier am Feuer um. Wir haben 6 Fähigkeitspunkte. Das ist krass. Was ist das? Reduziert erlittenen Schaden von tiefen Stürzen. Naja. Ja, das ist eher lame. Effektivität von Ausdauer erhöht. Das ist aber auch schon wieder nur so ein Ding, ne? Diese Kräutermischung, die werde ich eh nie benutzen. Ich weiß nicht, ob wir noch so viel kaufen. Konzentrationspflanze. Ich weiß nicht, vielleicht machen wir einfach mal die hier. Das ist eventuell ganz gut. Nicht genügend Fähigkeitspunkte. Wie viele? Achso, wir haben ja nur noch einen. Okay. Ja, langsam weiß ich nicht mehr, wohin mit den Fähigkeitspunkten. Die sind dieses Mal nicht ganz so sinnvoll, finde ich. Da gab es beim letzten Mal dann doch irgendwie deutlich mehr sinnvolle Dinge. Die Pistole ist schon voll. An der Schrotflinte können wir wieder ein bisschen was machen. Das ist nice. Kriegen wir die jetzt fertig? Nein, noch nicht ganz. Schade.
Aber ja, die benutze ich eigentlich auch ganz gerne. Und dann können wir eigentlich auch wieder gehen. So, von hier kamen wir. Da müssen wir raus. Das Ding nehmen wir mit. Und ja. Blaue Raya-Tunika, okay. Nee, lass mal. Erstmal nicht. Die Rebellen wollen unbedingt, dass jeder weiß, wie schlimm Amaru wirklich ist. Aber sie sagen nicht, dass Paititi ohne Amaru und seine Geschäfte mit den Fremden schon vor Jahrzehnten in Vergessenheit geraten wäre. Glauben die etwa, wir hätten wegen ihnen Mais auf den Feldern oder Fische im Fluss? Amaru hat während der Hungersnot die Hilfe der Fremden angenommen. Die Rebellen haben sich nur über Bauchschmerzen beschwert. Amaru hat Paititi geeint, uns vor Hunger und Fäulnis bewahrt. Ich denke, wir schulden ihm, was immer er von uns verlangt. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Gut, dann gehen wir jetzt mal wieder zur Story-Mission über. Lara macht jetzt ja, glaube ich, den Whistleblower, kann das sein? Ich glaube, dafür wird es jetzt langsam Zeit. Den Baum nehmen wir auch noch mit. Naja, eigentlich macht sie nicht wirklich auf Whistleblower, sondern auf Einbrecher. Du solltest wachsam sein, Au. Der Aufstand ist beendet, aber sie sind noch da. Allein bist du ein Ziel. Bis jetzt bin ich mit jedem Rebellen klargekommen, den ich getroffen habe. Schön gesagt. Aber gegen uns haben sie keine Chance. Obwohl sie wie Dämonen kämpfen. Es geht um ihr Überleben. Tja, der hätte uns auch mal die Tür aufmachen können. Penner. So viele Gefallene. Viel mehr Rebellen als Kultisten. Ach, das war auch nur so lange, bis Lara kam. Können wir mit dem reden? Nö. Chachebanu chikin topikonob. Chenhumpel batelilu chhelbe shunahe. Beishan in Tugul. Minano Nukolov, Malov, Yetel Mishuts Kansani Lobby, Tokili Uhets, Tantike, Bailey Kun Uchulo, Hachwahelum Binton, Utsi, Waminan Kuku. Okay, ich nehme erstmal den Kram mit. Das lasse ich hier nicht vor mir verstecken. So, ein Kalender. Mit Seilen und Steinen verbundene Schilf dient als Kalender, der üblicherweise einen Zyklus von 52 Jahren umfasst. Nice. Sowas hätte ich auch gern. Gut. Ey, Bitches, ich muss hier jetzt mal durch. Ja, das ist schon krass, wie die hier alle gefangen halten. Die müssten wir eigentlich alle befreien. Deren Gold klaue ich übrigens auch. Kukulkanuk at ukantoon tulakaon yanulak mashma letin tukla. Mash? Okay, hier können wir erstmal wieder lesen. Das beschreibt etwas in der Nähe. Sie stehen Rücken an Rücken, zwei Waffenbrüder. Ich liege zu Füßen desjenigen, der die beschattete Schlange beobachtet. Alles klar.
Durchaus interessant. Ach ja, moin, als ob sich Lara hier jetzt ganz gemütlich ans Lagerfeuer setzt. Und an den gefangenen Rebellen wird ein Exempel statuiert. Was für ein Chaos. Noch was zu sagen, Lara? Sonst drücke ich das jetzt weg. Anscheinend möchte sie nichts mehr sagen. Ich weiß nicht, ich will mich hier eigentlich in aller Ruhe umschauen. So. Deshalb laufen wir hier einmal drüber, damit ich hier auch nichts übersehe. Ja, genau das dachte ich mir schon. Glaubst du, es wird noch mehr solche Aufstände geben? Der Markttag war eine Katastrophe. Es wird sicher bald eine Lösung für den Konflikt geben. Ich will es hoffen. Lara kümmert sich drum. So. Hervorstehende Augen, Fänge. Das ist Tlaloc, der aztekische Gott des Regens und der Stürme. In guter Stimmung ist er außerdem ein Gott des Wassers und der Fruchtbarkeit, der den Menschen Leben und Nahrung schenkt. Die Kehrseite der Medaille ist, dass er auch für Gewitter, Hagel und andere zerstörerische Aspekte des Wassers verantwortlich ist. Einschließlich der Erosion, weshalb ihm auch Höhlen, Teiche und Quellen zugerechnet werden. Umso merkwürdiger ist es, dass er in einem Berg lebt. Sein Vogel ist der Reiher, aber er wird auch mit Tieren wie Schnecken, Fröschen und anderen Amphibien in Verbindung gebracht. Okay. Sehr hübsch. Gut, die reden alle so komisch. Gut, Ey du, mit dem redet sie auch nicht, den können wir nur mobben. Lara kann hier buddeln. So, meine Güte. Was ist denn heute los? Also ohne Witz. Heute ist es richtig schwer, vernünftig einen Satz rauszukriegen. Also ohne Witz. Ich weiß nicht, warum mir das heute so schwer fällt. Wahrscheinlich, weil ich wieder in der letzten Zeit zu viel aufgenommen habe. Lara, deine Verkleidung ist gut. Ich kenne die Parole für das Gefängnis, in dem meine Mutter sitzt. Unschuldsaugen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindet. Verstanden. Wir holen sie raus, Ätzli. Da ist noch etwas. Hakan wurde ergriffen. Alle unsere Rebellen müssen uns im Kampf unterstützen. Der Vater meiner Freundin Kayara. Mal sehen, was ich wenn tun kann. Wenn er geopfert wird, ich... Okay. Wir nehmen alles mit, was es nur so gibt. Papa, du kannst nicht gehen, bitte! Du da, Mädchen, geh weg von der Tür! Dein Rebellenvater wird für sein Handeln sterben. Papa, ich liebe dich! Das muss Kayara sein, das Mädchen, das Ätzli meinte. Dann ist Hakan in dieser Zelle. Ich muss ihn irgendwie rausholen. Ja, renn ruhig noch gegen mich. Dann habe ich richtig Bock, deinen Vater zu befreien. Vergib mir, Au. Aber bist du nicht besorgt? Besorgt? Weswegen? Kukulkan hat in letzter Zeit so viele Leute zum Opfern geholt. Nicht nur Rebellen, dass ich... Naja... Du glaubst, hier gibt es zu viel Tod? Ich weiß, die Götter müssen bezahlt werden, damit die Sonne nicht stirbt, aber... Mach dir keine Sorgen. Die Todeswelle ist bald zu Ende. Vertrau mir. Lara versucht, alle zu beruhigen. Das ist echt nett von ihr. Lol. Okay. Hier liegt wieder irgendwas rum. Ah, ein neues Objekt, okay. So, Lara, dann hau mal raus. Diese Schusswaffe ist eine nahezu perfekte Kopie eines modernen Sturmgewehrs. Ihr Hersteller besitzt entweder ein ausgezeichnetes Gedächtnis oder hatte eine Vorlage. Vielleicht eine Waffe, die Trinity gestohlen wurde. Das kann gut sein, aber ich würde eigentlich mal sagen, wir setzen hier an der Stelle auch mal wieder einen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Über eine Bewertung und einen Kommentar freue ich mich wie immer sehr. Und ja. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielleicht können wir dann auch den Typen befreien. Bis dahin. You said you were going
sind.